Hi und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit Gaumenfreuden und Max und Tamara und unserem kleinen Felix, der vermutlich dann demnächst mal, ja, älter wird, denke ich doch mal. Unseren Max schicke ich jetzt immer ein bisschen trainieren, da sollte jetzt mal ein bisschen was machen. Er hat jetzt 3 Tage quasi frei, ne? Heute ist Dienstag und da kann er mal ein bisschen trainieren, kann noch ein bisschen Essen natürlich auch zubereiten, das darf er gerne machen. Und ja, schauen wir mal. Die Tamara. Wir haben jetzt, was haben wir denn? 10 Uhr morgens wäre natürlich noch eine Möglichkeit, dass wir wieder ins Restaurant gehen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich Lust dazu habe momentan. So, was macht sie denn eigentlich? Sie mixt hier momentan, ne? Ja, Zuckersunder zubereiten. Warum eigentlich? Hier noch eine Verabredung. Müssen wir mit ihr noch irgendwie machen und er will ja dieses Gala-Abendessen machen. Und, gleichzeitig können wir das nicht machen, oder? Aber er könnte vielleicht heute den Galaabend noch machen. So, wir gehen mal hier hoch. Schmutzige Windeln wechseln und füttern, an die Brust nehmen und reden und liebkosen. Und, ja, wir brauchen ein bisschen Kohle. Wir bräuchten eigentlich Geld. Wir haben 81 Simoleons. Da können wir eigentlich gar keinen Galaabend wahrscheinlich machen, oder? Ich vermute mal, das geht kaum. Ich weiß gar nicht, wie es da drüben momentan aussieht. Naja, gut, 2,5. Okay. Das ist eigentlich soweit in Ordnung, hoffe ich mal. So. Komm schon. So, vielleicht nochmal ein bisschen, keine Ahnung, hüpfen oder so. Mhm. Die finde ich auch einfach nur für den, für den Winter finde ich das auch einfach schön. Eigentlich Schmetterlinge wiederum sind ja eigentlich für mich so Frühling. Oh, und guck mal, hier kommt die Sonne rein. Das finde ich voll schön, wenn man das so sieht. Ja, da kommt die Sonne gerade von der Seite. Wobei, da weiß ich gar nicht, ob man das dann so hier reinkommen sehen würde. Naja, gut. Schatten und so. Hm, vielleicht könnten wir aber dann zumindest... Warte mal, ich gucke nochmal, ob Garten pflegen, ob wir noch irgendwas mit dem Garten machen müssen. Ich gucke auch nochmal... Oh, wir haben die Post. Irgendwas haben wir bekommen. Haben wir irgendwas eingeschickt gehabt? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Buff. Max, ich finde das immer so lustig, wenn die dann auch voll auf die Fresse hauen. Entschuldigung. So, momentan braucht keiner was. Ja. Da haben wir was. Was haben wir denn? Alcine Art oder so ähnlich. Haben wir das nicht schon? Ja, wenn man so verschiedene... nee, haben wir noch nicht. Verschiedene... Da habe ich es jetzt reingemacht? Nee, natürlich nicht. Ich weiß nicht, warum ich das immer nicht... Wo habe ich es denn jetzt hingemacht? Nicht immer so richtig schaffe. Habe ich es jetzt reingemacht? Oh Mann, doch da, oder? Das da ist es, meine Güte, okay. Was war ich? Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Okay, Tamara will auch hier so ein bisschen was machen. Ich wäre ja eigentlich für eine Verabredung irgendwie. Wobei ich jetzt Max hier gerade mal ein bisschen trainieren lassen wollte, ja halt. Was hast du denn für eine Fähigkeit mittlerweile? 4. Mhm. So, und du darfst im Grunde... Was haben wir denn so mit dir? Ich bin halt einfach so ein bisschen dabei, so die ein oder andere Fähigkeit hier noch aufzubauen. So zwischendrin. Also, ich meine... Ich weiß, es heißt Gaumenfreuden und ich gehe halt nicht immer zur Arbeit quasi. Ich bin auch jetzt einfach mal auf Max gespannt, muss ich gestehen. So, Gartenarbeit, Feinschmecker, Feinkost. Feinschmecker... Zuckerzunder. Hast du auf irgendwas Lust? Nö, die geht's rundum gut. Also von daher könnten wir mal... Oh, hier habe ich sehr viel... Achso, Moment, ich muss wieder andersrum. Raumfahrttechnik, das hatten wir mal irgendwann zwischendrin. Was macht ihr denn da draußen? Warum gibt es denn diese Geräusche? Macht sie hier irgendwelche Sachen oder was? Sich selbst im Spiegel... Okay. Sie ist irgendwie gerade sehr selbstsicher. Ich weiß aber, sie plaudert doch nur mit ihm. Über was plaudert sie denn? Was? Gesellig wegen
Grundstücksmerkmal. Ja, wirft dann mal weg. Oh ja, der muffelt. Mach das mal. Ich hoffe, ich habe den nicht an. Ich glaube aber nicht. Das habe ich ja einmal geschafft, dass ein Sim dann Feuer gefangen hat. So, ich glaube, das ist jetzt erstmal gut, mein Lieber. Dann gehst du mal gerade eine erfrischende Dusche noch nehmen. Und ich würde nämlich gerne einfach eine Verabredung machen. Und ja, ich weiß, mit unserem Felix. Ich bin gerade noch ein bisschen am Überlegen, wo wir hingehen mit oder mittels der Verabredung. Aber ich würde fast doch schon gerne irgendwo anders hingehen und es nicht hier machen wollen. Das, ja. Ich weiß jetzt aber gerade gar nicht, habe ich jetzt eigentlich irgendwas bekommen, dass unser Sohnemann älter wird? Nee, ne? Ja, gut. Tamara, während dein Mann nochmal da draußen ist... Oh. Ich wollte sie gerade dahin schicken, aber da gibt es gar nichts mehr momentan. Hier gibt es aber Frösche. Keine Ahnung. Ich dachte... Das haben wir wahrscheinlich irgendwann letztens erst eingesammelt hier. Da und da gibt es momentan nichts. Hier gegenüber gibt es aber was. Aber dann müsste ich ja total lange laufen. Hier drüben gibt es ja nur die, die Dinger. Einen Erdfrosch haben wir bekommen. Anscheinend hatten wir den noch nicht. Keine Ahnung. So, dann geh nochmal kurz graben. Ach, und da gehst du auch nochmal kurz graben. Die machen wir gerade. Achso, und da Frösche. Ich gucke mal gerade nach dem Erdfrosch. Aber ich glaube, den habe ich noch nicht gehabt hier. Blatt und Tigerfrosch und Surferherz, Herz und gepunktete Eierpflanzen, Leopardenfrosch, Eierpflanzen und gestreifter Erdfrosch. Das heißt also, wir haben wirklich und tatsächlich den Erdfrosch noch nicht gehabt. So, dann haben wir noch Plätzchen hier oben für dich, mein Lieber. Und ja, gucke ich mal. Warte mal. Eigentlich, das können wir nach oben machen. Und eigentlich das in die Mitte und das hier auf die Seite, genau hier hin. So ein Türkis haben wir gekriegt. Weil hier passen noch zwei Frösche hin. Dann können wir, ist das nicht auch ein Türkis? Ja, ist es. Dann können wir zu Hause mal gucken, was, aus was das besteht. Oh, was ist denn das? Warte, dann mach ich mal weg. So. Habe ich es weggemacht? Nö, natürlich nicht. Was läufst denn da draußen rum? Wo gehst denn du hin? Alabaster? Juhu! Warum wird er angezeigt, dass er nicht zu Hause ist? Der ist doch gerade hier zu Hause. Seltsam. Oh nein, bist jetzt müde vor vielem Training, oder was? Das kann ja wohl nicht sein. Dann geh nochmal kurz. Ich wollte mit dir eine Verabredung. Auf Verabredung gehen, Mensch. So, was haben wir da noch? Ein Hypnofrosch, auch der ist ungewöhnlich. Und ein Fußabdruck, den haben wir anscheinend auch nicht. So, jetzt gehen wir nach Hause. Was war das? Alabaster haben wir schon. Genau, das ist das hier. Und den Hypnofrosch, warte mal, da haben wir noch ein Plätzchen hier drauf. Oder unten eigentlich auch, genau. Und den prähistorischen Hufabdruck. Die Dinger haben wir ja oben rein. Normalerweise müsste der neu sein. Versteinerte Verschüre. Ja, tatsächlich. Warum geht das nicht hier drauf? Och Leute, das müsste doch eigentlich hier drauf gehen. Das finde ich mal wieder blöd. Das passt doch eigentlich. Ach Mann. Warum gehen manche Sachen hier dran, da und da, und manche Sachen eben nur hier? Weil die größer sind? Kann doch auch nicht sein, oder? Naja, egal. Lass ich ihn erstmal auf dem Boden liegen, diesen Stein hier. Und wenn Tamara zu Hause ist, genau, dann machen wir mal so. Georad wegen Probe anrufen und hier auch. Damit wir wissen, was wir haben, ob es Sinn macht, den, na, also, den wegzuschicken, damit wir hier die Elemente vielleicht ein bisschen erhöhen. So, mach ich mal ganz kurz. Türkis besteht zu gleichen Teilen aus Oxypin und Alcineat. Das haben wir nämlich schon, die beiden. Dann können wir den Türkis auf jeden Fall verkaufen. Okay, dann machen wir das mal weg.
Und der Alabaster wahrscheinlich, der besteht auch aus nichts, was wir unbedingt brauchen. Spiel spielen? Nein. Aus Selium, weißt du, auch kleine Selium haben wir auch schon. Dann verkaufen wir die so. Ich glaube, na? Warum kann ich die? Ja, okay, ich verkaufe die irgendwann anders mal. So. Wie weit bist du denn jetzt? Okay, komm. Geh noch mal auf Toilette. Steh mal auf, geh auf Toilette und dann geh zu deiner Frau und sag, ich möchte eine Verabredung mit dir haben. Oh, sie macht das wirklich ganz gut. So, warte, Verabredung bitten. Unser Sohnemann, dem geht's gut, hoffe ich. Der scheint, war glücklich. Jetzt leider nicht mehr. Er schreit jetzt. Ach, Manu. So, wir brauchen nochmal, aber wir haben gar kein Geld. 146 hatten wir, haben wir jetzt halt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber gucken wir mal. Was? Sagt er jetzt? Fragt er mich jetzt? Ja, ne? Um Verabredung bitten. Warum auch immer da draußen? Ach Gott, was hast denn du an? Das ist ja süß. Das ist mal wirklich was anderes. Jo, cool. Wo gehen wir denn hin? Was wäre mal wieder dran? Ich habe ja hier so gar nicht, eigentlich die Dinger gar nicht groß verändert, glaube ich. Die Zukunft der Vergangenheit, oder? Ich habe da keine neuen Sachen reingemacht, glaube ich. Aber wir können mal in die Stadt gehen. Genau, hier habe ich das nicht. Und ich muss echt immer mal so ein bisschen schauen, was habe ich denn wo eigentlich verändert. Wir könnten in die Kunstgalerie, oder nicht? Fitnesscenter ist jetzt ein bisschen doof vielleicht. Hier ist eine Karaoke-Bar und hier, da oben wäre die romantische Lounge. Ja, mein Kätzchen, wolltest du auch mal was sagen? Was ist eigentlich mit dem Grundstück? Keine Ahnung. Auch das ist nicht verfügbar. Nee, okay, da können wir nicht hinziehen. Wir gehen ins Kunstzentrum. Da war ich jetzt noch gar nicht mit denen. Und ja, schauen wir mal. Wir wollen also Silber haben. Gott, wobei ich nicht weiß, ob ich mich hier irgendwo hinsetzen kann. Vielleicht wäre die Karaoke-Bar doch besser gewesen. Na gut, schauen wir mal. Eine Verabredung im Kunstmuseum um 18 Uhr. Sitzen, genau das habe ich nämlich gedacht. Ach, was hast du denn angezogen? Da, 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 da. So, knuddeln und Insiderwitz und küssen und jemanden parodieren. Sie hat einen coolen Hintern hier drin, muss ich gestehen. Also, der sieht echt nicht schlecht aus. Nicht schlecht, meine Liebe. So, ja. Was machen wir denn? Ach Gott, guck, da hinten können wir doch zusammensitzen. Warte mal. Zusammensitzen. Wer sind das? Masami Shimutsu. So, ich gucke auch schon mal direkt. Könnte man theoretisch hier auch was essen? Ja, da vorne. Und hier können wir wieder Poster einsammeln. Schneekugel-Dinger sind noch nicht in Sicht. Das braucht seltsamerweise immer erstmal ein bisschen. Aber ich möchte mich gerade erstmal hinsetzen und sicher sein, dass sie miteinander quatschen. Jetzt setz dich doch mal bitte. Was stört dich an diesem Blubberding? So, Liebesgedicht rezitieren oder wie auch immer. Genau, dann könntest du wieder romantisch Komplimente über Aussehen machen. Ein bisschen flirten. Zuneigung ausdrücken. Kommt schon, werd auch du mal kokett, Mensch. Sie ist es schon. Gut, ich muss mal andersrum machen, vielleicht. Oh, zehnmal Kontakt haben wir schon. Verführerisch sein. Leidenschaftlich küssen. Komm, das muss ihn doch auch irgendwie, Verabredung, eine Geschichte erzählen. Ja, das können wir natürlich auch mal gucken. So, fesselnde Geschichte erzählen. Zählt das auch unter Kuss? Bestimmt. Ja. So, Silber haben wir auf jeden Fall schon.
Sie erzählt jetzt eine schöne Geschichte. Und dann gucken wir mal, ob wir noch das mit dem Massage anbieten. Also sie sind aber auch ein hübsches Pärchen, finde ich, die beiden. Tiefgründige Gespräche, okay, dann müssen wir wieder mal, wartet mal. Das finde ich immer, das ist immer so nicht so schnell zu finden, weil man meistens genau... Dreimal habe ich jetzt schon geklickt, da, viermal. So, und dann nochmal. Das irgendwo hinten drin ist. Mit altem Freund schäkern. Wissen wir noch nicht, dass er... Okay. Ich muss mal gerade was gucken. Oh Gott, guckt mal, wie viele Geister wir schon kennen. Oh Gott. Himmel. Doch, ich weiß doch alles über ihn. Weiß ich gar nicht was. Oh, Dominik ist auch schon gestorben. Ich dachte, ich habe die Alterung ausgestellt. Das checke ich jetzt gerade nicht so wirklich. Aber okay. Das ist schon seltsam. Guckt mal, er weiß noch gar nicht, was sie arbeitet. Halt, stopp. Achso, nee. Sie arbeitet zwar nichts, aber trotzdem so. Also nach Karriere fragen. Das geht ja jetzt mal gerade gar nicht. I'm sorry. Und kennenlernen. Eins kannst du noch kennenlernen. Das finde ich immer ein bisschen blöd sonst. Sie sind doch schon Seelenverwandte. So, sie ist Hausfrau. Naja, nicht ganz. Und Snob, das haben wir auch noch kennengelernt. So, wir haben eine wunderbare Verabredung. Und dann gucken wir jetzt mal raus. Ich weiß immer nicht, was diese... Was ist das denn? Sind irgendwelche Splitter oder so? Keine Ahnung. So, du nimmst das Poster und Tamara schicke ich auf die andere Seite. Sie nimmt das Poster. Wir haben jetzt überhaupt noch gar nicht zwar in dem Kunstzentrum irgendwie groß nachgeguckt. Aber ist nicht so schlimm. Oh, das könnten wir... Oh, guck mal. Das können wir doch verkaufen. Ja, nicht... Ach so. Ich kann es gar nicht verkaufen. Weil ich nicht hier wohne? Bei ihm, der ja hier auch wohnt. Kann ich das immer verkaufen irgendwie? Keine Ahnung. Und wir könnten hier mal was kochen. Was bestellen. Merguez. Komm, wir essen mal was. Du nimmst... Nacht der Keulung, okay. Du nimmst einen Spieß. Nacht der Keulung. Das war Tamara. Ja, ungewöhnlich. Und was haben wir hier? Rote Herzen, weiße Diamanten. So, jetzt komm mal. Kommt mal essen. Wo ist jetzt Tamara hingegangen? Da, keine Ahnung. Achso, sie hatte das Gemälde noch, glaube ich, kritisiert oder so. Achso, wow. Scharf, Marguerite ist scharf. So, er hat 2 von 27. Ich habe, also, wie soll ich mir das eigentlich merken, wer was ist? Das kann ich absolut nicht mir merken, irgendwie. Komm jetzt mal weiter, Tamara. Aber an dieser Stelle sage ich jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen und hören uns dann zu einer nächsten Runde wieder, wenn es dann weitergeht. Das Essen war ziemlich scharf und lass es dir gut gehen. Eure Saki Night Out. Ciao, ciao.